Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neo Remastered, dem Spiel mit dem wilden Schwänzchen. Vor uns steht der William, man sieht seinen wunderbaren Bogen, seine blutverschmierte Axt und sein niemals benutzt werdendes Odachi. Ist es nicht wunderbar? Und er hat eine Sonne auf dem Kopf. So, wir müssen weitergehen. In der letzten Folge habe ich ja Wände zerstört, was mir wirklich sehr viel Genugtuung verliehen hat. Und ja, jetzt gucken wir mal weiter. Hier sind wir rausgerammelt. Hier war es wirklich sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Wir haben leider keinerlei Bohnen mehr. Wir haben hier jetzt diesen Flick. Am liebsten würde ich ihn irgendwie ins Feuer stoßen, aber hier ist nirgendwo Feuer in der Nähe. Er ist Level 96, Taro der Mutige, und er hat blaues Zeug und gelbes Zeug. Vielen Dank für den Tipp, aber wir werden ihn jetzt dennoch umbringen, weil er uns ein bisschen Ruhm bringen wird. Ja, mal sehen, wie mutig er wirklich ist. Ich bin schon mal erstmal sehr nicht so mutig. Wir nehmen erstmal die Kraftpille und wir nehmen erstmal das hier. Und dann hoffen wir mal, dass der Gute uns nicht schon wieder umbringt. Haha, da ist wohl jemand verbrannt. Hm? Ist da jemand verbrannt oder was? Oh nein, aber wir haben gar nicht so viel bekommen von ihm. Schade. Schade. Gut. Ach, hier vorne ist ja auch noch einer. Ich will da hinten hin. Wie kommt man da hin? Da brenne ich doch, wenn ich jetzt da hinten hinrenne. Ich habe vor Angst das Falsche gedrückt. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Wo geht's hier hin? Von der anderen Seite verschlossen. Ich gehe in den Arsch. Okay. Hat mich jetzt irgendjemand gesehen? Wer hat mich denn gesehen? Ach, hier. Ach ja. Du spinnst wo. Was ist denn hier los? Oh nein! Ey, wie scheiße. Er hat immer so viel Zeug dabei. Okay, jetzt bin ich sehr gut da mal. Das ist sehr schade. Aber er ist ein Rüstungskudama, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ach, jetzt ist das Vieh einfach da unten reingefallen. Oder ist da reingesprungen, freiwillig. Ha, guten Tag. Wieder William. So. So, mein Lieber. Sammeln erstmal dieses bisschen Geld ein und müssen jetzt leider gegen ihn kämpfen. Ist ja gar keiner mehr.
Ich will doch jetzt vor Angst gegen jemanden kämpfen. Oh nee, das machen wir nicht. Oh, wieso brennen wir denn? Das ist ja gemein, man kann hier direkt reinfallen. Der wilde Stier haben wir bekommen. Wir werden erstmal schnell hier hingehen. Zum Speichern. Oh, da oben liegt einer. Ach, schön. So, wollen wir mal ein paar Opfer da bringen? Schwarzstahl-Axt. Grobe-Axt. Locker kein. Schuras-Axt. Holzhammer kommt auch weg. So. Oh, kleiner Geister, stell dich schon wieder. So. Tonfa kommt auch weg. Und ein Schloss, das ist eigentlich... ...427, das könnten wir doch annehmen eigentlich. Nee. Wir haben gerade das Negaro ausgerüstet. So, was haben wir hier alles neu? Ach du Heilige. Strategenrüstung. Ich behalte jetzt einfach erstmal nur das da, ohne großartig zu lesen. So, bald haben wir nämlich... Ach, der wilde Stier. Tapferer General kommt weg. Gut, mal hier, Speer kommt auch weg. Ach, Pirat kommt auch weg. Weg. Ah, das hat sich noch dazwischen geklemmt. Unübertroffener Krieger, 192. Haben wir leider nichts Höheres gefunden bisher. So, reicht das nicht sogar schon? 320.000? Nee, 360. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen ran hier. Ein Witzsteinchen, gut. Hier ist gar nicht angemarkert. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Aus Versehen. Wollte ich fast meinen. Ja, was haben wir hier noch?
Wasser, Wind, Blitz. Feuer, Lähmung. Beatsperlen. Ein paar Pfeile, so. Feuer, Wasser, Wind, Blitz, Erde, Gift. Gut, dann fangen wir hier mal an, das Blaue klein zu machen. So. Der wilde Stier. Noch ein bisschen. Frontkämpfer kann weg. Okay, noch eins. Oh, die Strategenrüstung. Ach, verdammt. So, jetzt können wir uns aber leisten. Stufenaufstieg. Oh, 97 sind wir schon. Macht man jetzt. Am liebsten würde ich ja Schutzgeist nehmen. Magie wäre halt auch cool. UKI-Schutz. An sich, wir kämpfen ja immer nur gegen UKI. Das bringt uns nicht so viel. Das auch nicht. Ausdauer. Brauchen wir gerade nicht. KI-Impulsen. Sollen wir mal das hier nehmen? Ninjutsu-Kraft. Samurai-Fähigkeitspunkte. Hier hätten wir halt Fernkampf dabei. Onmyo-Magiekraft. Ich mag halt die Talismane wirklich sehr gern. Ich glaube, wir nehmen mal die Onmyo-Magiekraft. Das nächste Mal nehmen wir die Geschicklichkeit und dann Geist und dann Ausdauer. Wir sind Level 98. Ist das nicht wunderbar? Ihr Süßen. Ist das nicht wunderbar? So. Kommen wir hier rein. Und das Haus erstmal angucken hier. Bevor ich da rein stolper. Oh. Geht's denn hier lang? Kann man hier auch drauf machen? Okay. Aha. Aha. Okay. Wir gehen mal hier vorne rein. Wir gehen mal hier gucken, was hier so abgeht. Hier ist eine kaputte Tür. Es ist wirklich sehr unschön. Was haben wir hier? Oh, ein Pfeil. Pfeile sind immer gut. Erstmal lunzen. Okay. Warum ist hier nichts? Aha. Hier sind voll die Pfeile. Eieiei. Oh oh. Ich bin einfach durchgebrochen. Wir machen erstmal das hier auf. Aha. Sind wir hier? Ja. Ist ja klar. Dann können wir auch so da durchrennen. Aber wir gehen erstmal wieder hier hoch. Wir müssen ja den hier noch umlegen. Und wir machen erstmal hier auch das Licht aus. Ja, so. Oh, Licht ist aus. Gut. Hier war noch eine Kiste. Ein Elixier. Wo zum Lager sind? Oh Gott, hier ist bestimmt ein Böser drin. Das wundert mich jetzt aber.
dass da kein Böser drin war. Okay. Gucken noch mal ganz kurz hoch. Haha, tot. Aha, dieses Regal kann man nicht zutun. Das funktioniert so nicht. Okay, sollen wir mal hier oben lang gehen oder sollen wir unten lang gehen? Immer oben lang, oder? Ey! Okay. Hallo. Ich bin da. Wollte ich nur mal so anmerken. Aha, wir sind nun hier. Erstmal gucken hier. So, soll ich mal nicht so spielen hier. Wir müssen jetzt da hoch. Hier ist nämlich ein kleiner, süßer Kodama-Mann, den wir den Rückweg zeigen möchten. Wiedersehen. Wo kann man hier rum? Oh, hier kann man auch rumgehen. Das ist ja wunderbar. Hä? Achso. Okay. Wir müssen hier vermutlich weiter nach oben, würde ich mal meinen. Oh. Ja. Oder? Ja, so kommen wir nicht hoch. Wir müssen da weiter nach oben. Aber was ist mir hier unten? Oh, da will ich aber hoch. Ah, der hat mich wieder gesehen. Da! Glaubst du nicht? Was hat der denn bitte dabei? Oh Gott, ich hab nichts mehr. Okay, wir brauchen Pfeile. Ich habe keinerlei Pfeile mehr. Sieht im Topf, kommt auch kein Pfeil raus. Das sieht aus wie etwas, was von innen verschlossen ist. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Natürlich. Natürlich, von oben rein. Vermutlich. Nee, das Wasser ist nicht so geil, darunter zu fallen. Oh nee, was hab ich getan? Hä? Gott, ich gesehen, dass hier alles. Lagerschlüssel. Toll. Komm jetzt hier weg.
heißes Lager. So. Lagerschlüssel benutzt. Das halte ich aber, irgendwas ist hier doch falsch. Okay, Locke des Meistersamurai. Aha. Kugarasumaru und Nukemaru. Wen sehe ich denn da? Wen haben denn da meine kleinen Äuglein erblickt? Wie kommen wir denn da hin? Da oben ist ein Süßer. Ein süßer Süßer. Wahrscheinlich von oben. Können wir vielleicht erstmal schnell speichern gehen? Waren hier jetzt irgendwo? Ach, drauf geschissen. So, dann gehen wir mal so weiter. Im Endeffekt haben wir ja gespeichert. Das ist ja... Ich gehe mal davon aus, dass wir so da hochkommen. Eieiei. Uiui. Okay, dann gehen wir hier hoch. Ah, man kommt hier auch so überall hin. Mist. So, jetzt geht er nach Hause, der Süße. Wiedersehen. So, den da drüben können wir leider nicht angreifen. Oh, da ist noch ein Kudama. Ach so, wir müssen eh hier runter. Okay, dann gehen wir halt draußen lang. So. Ja, bisher sieht es auch ganz... Oh Gott, nein, ich habe schon gedacht. Ich habe es gedacht und ich habe es gesagt. Dass es ganz gut aussieht. Irgendwie das kaputt machen. So. Ach. Hier ist noch ein Häuschen. Hallo Häuschen. Das ist aber praktisch jetzt. Das ist wirklich eher sehr erfreulich. Cool. Wer hat mich gesehen? Oh, bäh. Eieiei. Was ist das? Das will ich. Aha, von der anderen Seite, ist ja klar. Kann man etwa einmal drum rumlaufen. Ja, hier kann man tatsächlich einmal drum rumlaufen. Oh. Oh.
Okay. Okay. Will man hier rein? Kann ich mir fast nicht so richtig vorstellen. Hä? 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 Aha. Okay, die wollen einen abschießen. Ich habe leider keine Pfeile. Ich könnte mein Handrohr benutzen. Jetzt habe ich Funkenschlossmunition zweimal. Das ist schon wieder ganz praktisch, weil dann kann ich die beiden nämlich abschießen. Machen wir erstmal das hier auf. Und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal diese Folge. Well. So. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind bald am Schloss angekommen. Ich bin schon gespannt, was uns da dann drin wirklich erwartet. Ob es wir wieder so weit nach oben müssen wie in der Edoburg. Mal sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.